Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, in der letzten Folge sind wir ja endlich in dem Zora-Dorf hier angekommen und wir haben viel erfahren über Link und Mipha. Und wir haben eine neue Rüstung bekommen, die Zora-Rüstung. Die haben wir bekommen, weil die Mipha den Link vor hunderten von Jahren geliebt hat und die nur für ihn angefertigt hat. Unser Ziel ist es nun, Blitzpfeile zu farmen, damit wir gegen den Titanen Varu in den Kampf ziehen können. Dafür müssen wir, glaube ich, hier hinten hoch irgendwie. Aber ich wollte eigentlich erst den Schrein probieren. Den machen wir jetzt auch mal. Dann haben wir nämlich auch einen Portpunkt. Wir können hier auch wieder jederzeit herporten. Jetzt schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Ich hoffe mal keine Kraftprüfung, weil ich eigentlich gar keine Waffen mehr habe dafür. Waffenmäßig sieht es nämlich schlecht aus gerade. Dann müsste ich wieder ein paar farmen gehen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Portpunkt hier. Die Zora-Rüstung sieht wirklich nice aus. Ich bin ja gespannt, gibt es da noch Zora-Stiefel oder Zora eine Maske dazu? Wir haben jetzt eigentlich nur das Oberteil bekommen. Oder wir können ja eigentlich... Wir brauchen eigentlich nur mal schauen, ob das eine komplette ist oder nicht. Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Nijeyoma. Im Namen der Göttin Hyle sollst du geprüft werden. Heben und senken. Okay, jetzt will ich aber erst noch schauen. Genau. Die haben wir ausgerüstet. Genau, dann muss es eigentlich noch zwei Setteile geben. Aber jetzt schauen wir erstmal, was uns denn hier erwartet. Heben und senken. Okay, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich hier runterfallen. Nur mal probieren. Müssen wir da näher ran, dass wir da was heben können? Ich glaube, wir gehen hier mal rüber. Okay, hier können wir nichts machen. Hier können wir nichts machen. Wir denn hier hochgehen? Oder rutschen wir da runter? Okay. Okay, ich denke mal, wir müssen die blöde Kugel da irgendwie in das Loch reinkriegen. Okay. Diese Kugel... Könnten wir doch normalerweise hier raufsetzen, oder? Okay, das geht nicht. Okay, da ist eine Kiste. Was müssen wir hier machen? Zora-Lanze. Thank you.
heben und senken. Ah, okay. Okay, okay, okay. Müssen schauen, dass es den unten reinläuft. Das heißt, ich muss hier was hinbauen. Dann geht er hier runter. Überlegen. Okay, wenn ich jetzt hier den darüber schiebe, läuft er hier runter. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier noch einen hinbauen. So, dann schiebe ich den mal hier runter jetzt. Schauen wir einfach mal, wo er hinläuft. Schon mal suboptimal. Läuft aber hier runter, verstehe ich nicht. Ich könnte ihn ja dann einfrieren. Genau, ich könnte ihn einfrieren dann mit dem Stase-Modul. Den hier. Okay, gehen wir schon mal runter. Reicht es nicht. Na, das muss ich anders machen. Hit!
So, jetzt packe ich mir hier noch einen her. Und packe mir hier noch einen her. Schieben wir den mal rüber jetzt. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus hier. So, und dann schieben wir den da rein, würde ich sagen. Boah. Okidoki, ging doch. Sehr nice. Ich will nur noch schauen, ob es hier noch Kisten gibt, aber ich glaube, ich müsste eigentlich alle Kisten haben. Es war ja eigentlich nur, glaube ich, nur eine. Die war da oben, die ist auf. Okay. Sehr gut. So. Und jetzt eigentlich noch, wir müssten eigentlich noch einen Schrein machen. Dann könnten wir uns schon wieder ein Herzchen dazu holen. Aber wir haben schon mal den Portpunkt jetzt. Schon mal sehr gut. So, jetzt sind die noch. Guten Tag. Wer bist du? Ein Juliana? Ja. Oh. Sprechen? Jo. Hallo. Bist du in Juliana, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich warte auf Reisen und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Okay. Was ist der hier? Juliana, wegen dem unsere Mifa verloren haben, läuft also hier rum, als wäre nichts. Was willst du? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonienlanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht hier rumzukommen. Okay, jetzt hau schon ab. Sind aber nicht gerade nett hier. Ah, das kann man kaufen, oder was? Na, kaufen wir mal. Ah, hier gibt es Eisfall. Eisfall. Holzfall 20. Hi. Ich nehme alles mit.
Oh. Okay. So, jetzt schauen wir noch mal. Okay, da oben müssen wir hin. Ich wollte aber erst mal schauen, ob ich noch ein paar Quests gibt, so ein paar Nebenquests oder so, weil ich will eigentlich noch gar nicht dahin. Hep, hep. Das ist die eine vom Feuer, oder? Sorry, dass ich jetzt nicht alles vorlese, aber sind, glaube ich, die Dialoge jetzt hier sind jetzt nicht so wichtig. Ah, da liegt was. Vogelnuss. Was liegt da noch? Ein Krebs oder was? Eine Krabbe. Okay, der wird mir bloß sagen wahrscheinlich, dass ich da hochgehen soll. Ich kann jetzt wieder hoch. Klar, da weiß man auch, wie das jetzt geht. Sehr geil. Oh. Oh. Ah, 10, ich habe 3. Okay. Leuchtsteinbruch, okay. Dann haben wir ja wieder eine Nebenquest. Leuchtsteinbruch. Im Zuraner Hochland soll es einen Ort geben, an dem man viele Leuchtsteine finden kann. Zuraner Hochland. Zuraner Hochland wäre hier oben. Können wir da eigentlich mal da hingehen, oder? Oh, da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Ah, von hier gehen die praktisch die ganzen Wege jetzt weg. Oh, was ist das? Zora-Schwert, geil. Zora-Schild, geil. Ich bin immer gespannt, ob es da mal irgendwelche Schwerter oder sowas gibt, die nicht kaputt gehen. Ob es das auch gibt in dem Game. Aber ich würde sagen, jetzt speichern wir nochmal. Und schauen wir in das Hochland, in das Gebiet rein. Vielleicht können wir denen jetzt helfen mit den Leuchtsteinen. Und vielleicht gibt es hier irgendwelche Schreine oder so. Ja, sind wir auf dem richtigen Weg. Und geht dann eher hier hoch. Wahrscheinlich werden hier wieder 1000 Mopsels rumrennen. Gibt es vielleicht irgendwas? Nö, sieht nicht so aus.
Möchte wissen, ob ich den Wasserfall auch hochkomme. Pilze mit. Eigentlich müsste ich doch den Wasserfall hochkommen, oder? Oder geht es bestimmt nur an kleinen Wasserfällen? Ich weiß es nicht. Boah, ist denn das da schon wieder? Ich speichere mal. Okay. Wollen wir es doch mal probieren? Was das da ist? Sieht aus wie eine komische Maschine oder sowas. Geil. Geil. Geile Sache. Schauen wir doch mal da hoch. Ob wir die Leuchtsteine finden. Leuchtsteine. Ey, hier wird es natürlich schwer zum Klettern. Weil ich ja die ganze Zeit drin. Ich weiß nicht, ob wir mit der Zora-Rüstung klettern können. Oder besser klettern können. Probieren wir es doch einfach mal. Das sehen wir jetzt gleich. Ne, okay, kann man nicht. Wir rutschen hier ab. Ich sehe jetzt auch keinen Schrein hier in der Nähe oder so. Also wenn es hier Grogs gibt irgendwie, dann wird es schwer, die zu kriegen, wenn wir nicht klettern können. Frostlibelle. Okay. Okay, da wird es einen Schrein geben. Wo sind wir denn hier überhaupt? Das ist jetzt ein neues Gebiet schon. Ah, da ist ein Turm. Okay. Ich wollte eigentlich erst diese blöden Leuchtsteine. Waffentasche voll. Mei. Aber die geben gut Holzpfeile. Sehr gut. Muss ich mir merken hier den Punkt mit den komischen Echsen. Kriegt man wenigstens mal ein paar Holzpfeile. Yeah.
Jetzt sind wir doch schon im Zora-Hochland, oder? Aber ich sehe keine komischen Steine. Ah, da sind welche, okay. Uns den noch hier. Boah, Penner der. Boah, One Hit. Ich brauchte wirklich Waffen, die einfach schneller sind. Nein! Wenn wir hier unten wieder anfangen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich werde ein bisschen offscreen die Dinger da sammeln gehen. Die Leuchtsteine. Und dann, wenn ich es habe, schaltet natürlich wieder ein. Dann geht es zur nächsten Folge. Mal schauen, was wir da machen. Bleibt auf jeden Fall dran, würde mich sehr freuen. Und bis dahin würde ich sagen: Ciao, ciao, euer Andi.